Guten Morgen oder je nachdem, wenn Sie uns sehen, guten Tag. Mein Name ist Wolfram Beck, Mitglied eines Moderatorenteams hier in der Stiftskirche in Dettingen. Auf diese Weise nun Gottesdienst gemeinsam zu feiern, danke an alle, die das ermöglichen. Persönlich fand ich die letzten Wochen sehr angenehm, sehr gut, auf diese Weise hier Gottesdienst zu feiern als in unserer Gemeinde. Einen Tipp haben wir Moderatoren bekommen, wenn wir vor der Kamera stehen, wenn wir uns zu verhalten haben. Wir sollen lächeln und wir sollen sogar mit der Kamera etwas flirten. Auf jeden Fall bekommen Sie einen Strauß überreicht. Ja, der ist für Sie, wenn du eine Mutter bist. Denn heute ist Muttertag. An alle Mütter, dieser Strauß. Herzlichen Dank für das Muttersein, für das Dasein an diesem Tag, an Sonntag Kantate. Ja, passt sehr gut. Sonntag Kantate singen. Wir singen heute, auch für unsere Mütter, und die Mütter singen mit. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das ist nicht nur der Wochenspruch, kommt nachher auch in der Schriftlesung vor, und Pfarrer Philipp Gürski wird uns die Predigt darüber halten. Was für ein Wort in heutiger Zeit. Und nun feiern wir gemeinsam diesen Gottesdienst. Wir singen, Kantate eben. Das Musikteam, die Musiker sind mit dabei. An dem Platz, wo Sie jetzt gerade sind, einfach miterleben. Vielleicht etwas ungewohnt, aber heute, Sonntag Kantate, singen wir mit. Versuchen Sie es. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen gemeinsam. Entweder Sie lesen in Ihrem eigenen Gesangbuch mit oder hier auf dem Bildschirm. Wir blenden die entsprechenden Verse ein. Schriftlesung aus Psalm 98. Ich lese aus der Lutherbibel 2017. Überschrieben: Der königliche Richter aller Welt. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seiner Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir beten. Herzlichen Dank, lieber Vater, für diese gemeinsame Zeit jetzt. Herzlichen Dank, dass du uns zugesichert hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du auch mit dabei. Ja, lieber Vater, so sind wir nun hier. Du kennst uns und siehst uns, was uns bewegt. Vieles ist unsicher und wir wissen nicht, was kommen wird. Du hast uns zugesagt, dass du uns nicht alleine lässt, dass wir auf dich vertrauen können, dass du uns hörst, wenn wir dich anrufen. Darauf verlassen wir uns. Herzlichen Dank für diese großartige Zuversicht. Was für ein Geschenk von dir an uns Menschen, dass wir dies wissen dürfen. Sei uns jetzt bei uns und schenke uns einen eindrücklichen Gottesdienst, bei dem wir dir begegnen können. Amen.
Normalerweise würden sie jetzt auf die Kanzel blicken und unseren Pfarrer erwarten, aber da ist er nicht. Er ist draußen vor der Kirche und Philipp, hörst du mich? Hallo Wolfram. Philipp, ja, ich kann dich hören. Ja, genau. Ich stehe vor der Stiftskirche. Ich könnte natürlich auch in der Stiftskirche predigen. Dort nehmen wir gerade die Lieder auf und wir nehmen die Liturgie, die Moderation auf. Aber ich stehe vor der Stiftskirche. Warum? Wir können gerade nicht uns gemeinsam versammeln. Wir können nicht miteinander Gottesdienste feiern. Auch wenn wir jetzt gerade miteinander Gottesdienst feiern. Sie sehen mich auf dem Bildschirm und wir sind verbunden durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Das ist unser Vertrauen. Und wunderbar, dass Sie mitfeiern. Aber wir können uns gerade nicht live sehen. Wir können uns nicht live in der Kirche begegnen. Wie schade ist das? Gerade jetzt ist Kantate. Das heißt, es ist die nachösterliche Zeit. Gerade jetzt wäre es natürlich schön, sich in der Kirche zu treffen. Kantate. Das bedeutet, singt. Jetzt wäre es doch herrlich, wenn wir miteinander singen könnten, wenn wir Chöre hören könnten, wenn wir miteinander den Gottesdienst live feiern könnten. Aber das ist momentan nicht möglich. Und selbstverständlich ist es verständlich und richtig, dass wir das so machen. Wir wollen Menschen schützen. Wir wollen niemanden in Gefahr bringen. Jetzt an Kantate wünschten wir uns, wahrscheinlich Sie auch, dass wir live miteinander diesen Gottesdienst erleben könnten. Und die zweite Chronik, in der zweiten Chronik steht ein Gottesdienst, wird uns von einem Gottesdienst berichtet, der wunderbarer nicht sein könnte. Als der salomonische Tempel, der erste Tempel in Jerusalem, gebaut wurde, wurde ein Einweihungsfest gefeiert, ein Einweihungsgottesdienst. Das Volk kam zusammen, die Leiter, die Führer des Volkes kamen zusammen, die Stammesoberhäupter. Die Leviten, die Priester, trugen die Bundeslade hinein. In der Bundeslade wurden die 10 Gebote auf Steintafeln aufgehoben. Sie trugen die Stiftshütte rein. Die Stiftshütte war bis dahin der Ort, an dem Gott sich versprach, da zu sein. Er versprach sich, an diesem Ort zu binden, bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann wurde all das, also die Stiftshütte und auch alle Geräte, in den Tempel getragen. Wir lesen in der zweiten Chronik von diesem wunderbaren Gottesdienst, wie er dann noch weiter gefeiert wurde. Kapitel 5, und ich lese die Verse 12 bis 14. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Was für ein Gottesdienst. Das wäre doch was für Kantate. Die Heiligkeit Gottes in dem Tempel. Die Heiligkeit Gottes in unserem Gottesdienst. Das wäre wunderbar. Das wäre etwas, worauf wir uns wirklich freuen könnten. Das, was dort geschieht, ist allerdings eine Besonderheit. Gott bindet sich an den Tempel. Das ist einmalig. Da wird kein Götzenbild, keine Statue oder sonstiges reingetragen, sondern er kommt mit seiner Heiligkeit selber in seinen Tempel hinein. Er
zieht sozusagen in sein Haus ein. Und er verspricht damit, er, Gott, der Allmächtige, ist an diesem Ort erfahrbar. Das ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte. Jetzt stehe ich vor der Kirche. Der Tempel ist inzwischen zerstört. Der erste Tempel wurde zerstört, 586. Es war eine furchtbare Krise für das Volk, das zu erleben, den Ort, an dem Gott sich versprochen hat, zerstört zu sehen. Es wurde später ein zweiter Tempel gebaut. Der wurde unter Herodes erweitert und dann unter den Römern zerstört. Also wieder Krisenzeit für das Volk Gottes. Was jetzt noch dasteht von dem zweiten Tempel, ist die Klagemauer. Das ist das Heiligtum der Israeliten, der Israelis, des Volkes Israel. Dort gehen die Juden hin, um Gott anzubeten. Dort werden Gebete in die Mauern gesteckt. Der Tempel ist zerstört. Jetzt stehe ich vor der Kirche. Die Kirchen sind geschlossen. Die Kirchen sind natürlich nicht so etwas wie der Tempel, wie er damals in Jerusalem war, sondern die Kirchen sind zum Lob Gottes geschaffen. Gott wohnt nicht in der Kirche, sondern wir Menschen loben Gott in der Kirche und durch den Bau der Kirche. Wenn Sie sich mal den Bau anschauen und gucken, wie herrlich er gestaltet wurde und wie viel Liebe darin steckt. Allein schon das gesamte Gebäude zeugt doch von dem Lob, das wir Gott bringen wollen. Die Kirche ragt in den Himmel und sie strebt sozusagen nach Gott. Sie will ihn groß machen. Das alles können wir schon alleine in diesem Kirchengebäude sehen. Wenn es auch kein heiliger Ort ist, so ist er doch ein Ort, ist es ein Ort des Lobes Gottes. Und es gibt so viele Details an dieser Kirche, gerade auch an dieser Stiftskirche, dass Gott loben will und ihn verherrlichen will. Da ist der Hahn und das Kreuz auf dem Kirchturm. Oder da sind diese neugotischen und nach oben ragenden Fenster, nach oben gezogen. Alles strebt in Richtung Himmel. Wie herrlich ist das? Die ältesten Teile dieser Kirche sind im romanischen Stil gebaut. Das heißt, sie sind schon sehr alt. Und sie zeugen davon, dass diese Gemeinde hier vor Ort, also dass es hier vor Ort schon Christen gab, dass diese Gemeinde sehr alt ist. Schon ein Jahrtausend ungefähr alt. Das muss man sich mal vorstellen. Hier gibt es schon so lange Christen und eine christliche Gemeinde. Davon zeugt dieses Gebäude. Aber der größte Teil von diesem Gebäude wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Das ist dieser neugotische Stil, von dem ich sprach. All das soll Gott loben. Und jetzt stehen wir vor der Kirche und können uns gerade an Kantate nicht versammeln. Wie traurig ist das? Aber es gibt doch eine große Verheißung, ein großes Versprechen, das wir haben und das uns trösten kann in dieser Zeit. Ich möchte es aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, den Vers 16 lesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir Christen sind Tempel Gottes. Das lässt sich leicht sagen, aber wir dürfen das Staunen über die Versprechen und über die Worte der Bibel nicht verlernen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel Gottes. Das müssen Sie sich vorstellen. Gott bindet sich an keinen Ort. Seit der Tempelzerstörung nicht mehr. Und auch seitdem, das lesen wir in Hesekiel, er sich aus dem Heiligtum zurückzog. Gott bindet sich an keinen Ort. Gott wohnt auch nicht in dieser Kirche. Gott wohnt in uns. Er lebt in uns. Und verstehen Sie mich richtig.
Wir treffen uns jetzt natürlich gerade nicht zu den Gottesdiensten und Gott verspricht sich uns und sagt, dass er in uns wohnt. Aber das soll nicht heißen, dass wir uns nicht mehr versammeln sollen. Das heißt nicht, dass wir keinen Gottesdienst mehr brauchen und die Kirche nicht mehr brauchen und keine Räume mehr brauchen. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin geschaffen worden. Adam bekam Eva und er sehnte sich auch schon, als er alleine da war, nach einem anderen Geschöpf. Wir sind dazu, das steht im ersten Buch Mose, wir sind dazu erschaffen worden, Gemeinschaft zu haben. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft zueinander und ich bin davon überzeugt, wir sehnen uns auch nach Gott. Gemeinschaft, darauf können wir nicht verzichten und wir werden froh sein, wenn die Krisenzeit wieder vorbei ist. Aber bis dahin kann uns das doch trösten. Gott lebt in uns. Gott lebt in uns, er wirkt in uns. Er verändert uns, er macht sich uns angenehm, er heiligt uns. In dem Tempel wurden Opfer gebracht. Es braucht diese Opfer nicht mehr, der Tempel ist zerstört. Jesus ist das letzte Opfer gewesen und das brauchen wir, um ewiges Leben zu bekommen. Aber jetzt ist die Heiligkeit in uns, in keinem anderen Ort mehr. Wie wunderbar ist das? Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt gerade in dieser nachösterlichen Zeit, in dieser eigentlich ja noch österlichen Zeit, Kantate ist noch ein Ostersonntag nach diesem großen Osterfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade in dieser Zeit spüren können, was es bedeutet, dass Gott in Ihnen wohnt, dass er Ihnen nahe ist, dass er Ihnen nicht fern ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt sich gerade jetzt besinnen können auf ihn, nochmal neu ihr Leben überdenken, ausrichten, dass sie nochmal nachdenken und sich überlegen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Es kann eine Chance sein, so schlimm die Krise ist und so sehr wir darunter leiden, kann es eine Chance sein, noch einmal auch die Grundlagen unseres Lebens zu überdenken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das jetzt gerade tun können und ich möchte Ihnen auch dazu Mut machen. Und wenn Sie bisher noch wenig Erfahrung mit Gott gemacht haben oder noch nicht mit ihm leben, dann möchte ich Sie einladen, mit ihm zu leben und ihn in Ihr Herz zu lassen. Letztendlich, wenn Sie das tun, wenn Sie sagen, so im Gebet oder ja, ganz offen, einfach so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, Gott sei mein Herr, dann wird er bei Ihnen einziehen. Und Sie werden vielleicht nicht schlagartig ein großes Erlebnis haben und merken, dass sich alles ändert, aber Sie werden merken, dass das Leben sich Stück für Stück ändert und dass die Perspektive Ihres Lebens sich ändert. Die Perspektive auf die Ewigkeit hin zu ihm. Und vieles wird sich neu sortieren über die Zeit. Mindestens das ist uns versprochen und das würde ich Ihnen auch sehr wünschen. Jetzt stehen wir immer noch vor der Kirche, aber wir können jetzt hineingehen und miteinander den Gottesdienst weiterfeiern. Ich habe den Schlüssel mitgebracht, aktuell ist noch abgeschlossen. Wir schließen miteinander auf. Kommen Sie mit rein. Thank you.
unser liebevoller Vater, wir wollen dich heute am Sonntag Kantate loben und ehren. Auch in dieser Zeit voller Einschränkungen ist Ostern. Deine Auferstehung, deine Wunder, deine Kindschaft, die du uns schenkst, stehen ganz im Mittelpunkt. Wir wollen dir dafür danken und dich loben. Bitte lass uns gerade in dieser Zeit Dankbarkeit spüren. Wir wollen unsere Herzen auf dich ausrichten. Hilf uns dabei, dich in die Mitte unseres Lebens zu rücken. Herr, du bist der Schöpfer und Herr dieser Erde. Du hast versprochen, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören, solange die Erde steht. Aber jetzt leiden wir schon so lange unter der Dürre. Die Klimaerwärmung, die wir verursachen, hat gigantische Ausmaße. Wir bitten dich, hilf uns, neue Wege zu finden, mit der Natur umzugehen. Wir bitten dich für alle Landwirte, steh ihnen in ihrer Not bei. Wir bitten dich um Regen. Du hast die Macht über die Schöpfung. Bitte hilf uns in unserer Not. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die gerade in Not sind und Angst haben. Wir bitten dich für alle Traurigen, die einen lieben Menschen verloren haben. Stehe ihnen bei und schenke ihnen Trost. Wir bitten dich für alle, die Berufe haben, die unsere Gesellschaft tragen. Für alle, die wir gerade jetzt brauchen. Sei du bei ihnen und lege deinen Segen auf sie. Wir bitten dich auch ganz besonders für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Gib ihnen gerade jetzt Kraft, schenke ihnen in ihren Entscheidungen Weisheit und stehe ihnen bei. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im nächsten Lied klingen in den drei Strophen verschiedene Aspekte an. Strophe 1: Das Leben ist Geschenk und Gabe. Für so vieles können wir dankbar sein. Auf der anderen Seite dann in Strophe 2: Das Leben stellt mir viele Fragen. Und wir müssen ja zugeben, dass wir auf so vieles gar keine wirkliche Antwort haben. Das Leben kann so leicht zerbrechen. Auch diese schwere Dimension kommt dann in der dritten Strophe zur Sprache. Wahrscheinlich spüren wir alle in uns diese gewisse Sehnsucht, die Sehnsucht nach der Quelle, die unseren Durst nach Leben stillen kann. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinen Wegen suche ich dich. Liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Wir laden Sie ein, das mit uns mitzusingen.
mir viele Fragen und manche Not lässt mich verzagen. Wo führt das alles hin? Ich suche nach so vielen Dingen, die Glück, Erfolg und Ehre bringen. Doch wo Versprechen, du bist und bleibst bei mir. Ich hoffe auf die neue Erde, wo Leid und Schmerz besiegt sein werden und Gott wohnt Tür an Tür. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinen So gehen wir in diesen Tag und in diese Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.